Das war's wohl mit Papas Regenbogenfluffernüssen. Passiert sowas denn öfter? Dass die Funkenbienen hier einfallen? Ein paar sieht man schon, aber nie so einen großen Schwarm. Das ist wirklich seltsam. Pixie sagt, sie sind meinetwegen gekommen, weil ich die Hofpolitur verschüttet habe. Vorher sind sie zumindest noch nicht hier gewesen. Und gleich nach dem Verschütten kamen sie. Ich hatte dir gesagt, du sollst aufhören, herumzuspringen und so viele Fragen zu stellen. Aber ich wollte was lernen. Ich frag mich, warum niemand etwas gegen die Bienen unternimmt. Na, warum tun wir es nicht? Wir könnten jemanden fragen gehen. Danke, Junie, aber ich glaube, wir haben für heute erstmal genug von deinen Fragen. Aber... Na dann. Junie, geh doch nicht weg! Ist schon okay, ihr geht's gut. Sie muss sich beruhigen. Hau ab, Biene! Ja, das ist das Kelb! Was ist das? Wie wir sie loswerden. Wir scheuchen die Bienen weg, dann können alle zum Markt zurückkehren. Und es gibt Regenbogenflüffernüsse. Und wie wollen wir das anstellen? Null Ahnung. Oh, okay, sehr gut. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Pixie mag es auch nicht, wenn ich da und herum schwirre. Aber die Blume scheint es zu mögen. Blitz mich bloß nicht an, okay? Hey, warum verschickst du die Funkenblitze? Habt ihr eine Idee, wie man die Bienen verscheuchen kann? Olli, jetzt keine Bewegung. Was? Warum? Ist da eine Biene? Eine Biene sitzt auf mir, oder nicht? Hey! Durch das Trara hast du die Bienen verscheucht. Wirklich? Das war keine Absicht, aber... Ja! Also, das ist die Lösung. Wir benutzen unser Trara, um alle Bienen vom Markt zu verscheuchen. Sie kommen zu dir, Olli! Du bist dran, Pixie! Gut, los, kommt mit! Super! Wir sind spitze! Yeah! Los, kommt! Erzählen wir allen, dass sie wieder in Ruhe auf den Markt gehen können. Und Regenbogenfluffernüsse essen! Darf ich dir noch eine Frage stellen? Pixie wird sauer, wenn ich andauernd was frage. Aber dich stört das wohl nicht, oder? Hey, wo bist du hin, Biene? Oh, sie sind weg. Aber wohin? Die Bienen sind alle weg. Das ist wohl gut, denke ich. Hey, wo sind die Bienen hin? Das habe ich mich auch gefragt. Fluffernüsse, Fluffernüsse. Ich freue mich auf die... Bilde ich mir das vielleicht ein? Oder gucken hier alle ziemlich besorgt aus der Wäsche? Mir hat es nicht gefallen, als sie herumgeschwirrt sind. Aber ohne die Bienen werden die Blumen eingehen. Ich wusste nicht, dass die Blumen die Bienen brauchen. Vielleicht hat deswegen niemand was unternommen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Wir haben die Bienen verscheucht. Wir müssen sie auch zurückbringen. Irgendwie.